Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Doorkickers. Was ist denn jetzt los, Doorkickers? Ich habe heute so viel über Doorkickers 2 gelesen, was ja auch, ich glaube, Ende dieses Jahres erscheint. Auf das ich mich unheimlich freue und was wir auf dem Kanal auf jeden Fall zocken werden. Da habe ich wieder Bock bekommen auf Doorkickers, beziehungsweise habe ja die ganze Zeit Bock auf Doorkickers. Und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir da einfach nochmal ein bisschen rein. Wir spielen Lucettis Familienanwesen. Das ist eine Geiselnahme, aber die Geisel wird wohl nicht bedroht. Zumindest zurzeit noch nicht. Jetzt sind unheimlich viele Gegner. Und 5 Geiseln, müssen wir uns merken, 5 Geiseln. Das Einzige, was passiert ist, was ich schon gesehen habe, ist, dass die ganzen Namen weg sind. Die haben jetzt hier alle Call Signs. Also die heißen Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India. Juliet lustigerweise nicht, aber ich glaube November. Aber ist egal. Sind ja immer noch dieselben Dudes. So, hier seht ihr schon, Charlie, Delta, Bravo und Alpha sind am Start. Wir schauen uns mal... Wir schauen uns mal das Loadout der Jungs an. Die haben auf jeden Fall alle die schwere Weste an. Das ist die ganz schwere Weste, ne? Das ist die ganz schwere Weste, das ist okay. Die Shadow Pistol. Ich glaube, das hier war die gute Jana. Die läuft wieder mit ihrer MP7 PDW rum. Das ist ganz gut. Aber ich hätte gern einen, der mit einem Schild rumläuft. Jetzt müssen wir mal gucken. Treffsicherheit. Sicherheit. Feldfertigkeiten. Ich würde sagen, den Bravo. Den machen wir mal zu einem Schild-Typi. Der kriegt aber trotzdem... Der kriegt aber trotzdem... Oh, da haben wir nicht genug. Da müssen wir auch mal die Magnum oder sowas freischalten. Nein, nein, nein. 15 Punkte kostet die. Ich glaube, dann nehmen wir die. Der kriegt natürlich auch den erweiterten Schutz. Und hatten wir... Ah, genau, wir hatten auf das große Schild gespart. Hatten wir das nicht schon? Soll erstmal egal sein. Dann haben wir das hier. Gut, die anderen haben die Standard MP5A3. Na, ist okay. So, wo ist denn der jetzt mit dem Schild? Der muss logischerweise nach vorne. Wird dann direkt gefolgt von der MP7. Okay. Ich bin bereit. Wie geht denn das hier los nochmal? Ach so. Okay, da ist schon einer. Ich muss dazu sagen, nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen seltsam lange brauche, um was zu zielen. Ich habe heute unter Vollnarkose eine Magenspiegelung gehabt, darum soll es hier aber gar nicht gehen. Das Ding ist, ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen. So, wir wollen jetzt hier aber mal... Einmal... Okay. So, er ist schon verletzt. Wir müssen mal gucken, dass wir da rüberkommen. Wir müssen aber gleichzeitig natürlich auch sichern hier. Machen wir erstmal so. Schnell mal rein mit ihr hier. Ist natürlich das Problem, weil wir jetzt hier keine Deckung gehabt haben. Müssen wir direkt mal gucken, dass wir die Leute hier rausholen. Müssen wir aber echt aufpassen hier. Jetzt wird's ordentlich arschig. Wir ziehen mal den mit dem Schild rein. Mit ihm gehe ich hier mal nach oben, dass wir da oben absichern können. Delta geht hier nach unten. Nicht, dass da noch irgendwas ist. Gut, den hier nach oben. Schön vorsichtig jetzt. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Alles cool. Ich glaube, mit ihm werfe ich jetzt mal lieber eine Blendgranate. Zumindest hier so hin.
So, die ist raus und dann bewegen wir uns darüber. Zack, den haben wir weg. Selbe hier unten mal. Da ist nix. Dann können wir den aber vorziehen. Da vorne ist ja nur eine Tür. Die beiden hier machen mir ein bisschen Sorgen, wenn die schon so verletzt sind. Am besten mit Alpha mal hier. Zumindest mal durchgucken. Scheiße. Können wir mit Delta hier auch mal durchgucken? Warte mal, da fällt mir ein, wir müssen ja gar nicht so weit laufen. Nee, 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 ey, hör auf, so einen Scheiß zu machen. Ich gucke jetzt unter der Tür durch, die schon gar nicht mehr existiert. Ach, shit. Wie machen wir das jetzt? Hat er Sicht? Nee, hat er nicht. Auf den hat er auch keine Sicht. Aber er kann zumindest hier... Nee, kann auch nicht. Der kann ja nichts. Du hast keine Kamera. Was ist das für ein Idiot? Okay. Dann deckst du jetzt mal das hier. Dann müssen wir mit dem guten Charlie da mal... Bitte sei da jetzt nix mehr. Gut, da haben wir eine Geisel, die... Oh ne, da müssen wir rein. Wir müssen einmal rein. Wegen dem Klo hier. Das könnte nochmal gefährlich sein. Nicht, dass da einer drin hockt und nur wartet, bis wir da reinkommen. Aber das ist alles gut. So, die Geisel lassen wir mal da, wo die Geisel ist. Eine Sicht hat er da auch nicht. Was machen wir? Wir ziehen das Schild mal nach vorne. Stellen uns mit Charlie schon mal schussbereit. Und... Gehen wir dahin. Wir treten die Tür weg und schießen ihn über den Haufen, ganz einfach. Da gibt's keine zwei Meinungen. Tür weg. Sache erledigt. Sofort umdrehen. Von da kann's gefährlich werden. Oh, warte mal. Nee, nee, nee. Hab grad gesehen, hier ist ja auch noch ein kleiner Raum. Nicht, dass da noch was ist. Das wollen wir natürlich verhindern, dass uns einer in den Rücken fällt. Das sieht gut aus. Wir heißen ja nicht umsonst Doorkickers. Wir gehen hier nicht zimperlich vor. Alles klar. Wenn wir wissen, dass er da ist, dann ist das ja nicht das Problem. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir knacken mal das Schloss. Der Lärm, der davon ausgeht, der geht halt auch nicht bis da hinten. Das ist das Gute. Wahnsinniger Halbirrer. Der Wahnsinnige. Ich habe nicht gesagt, dass er da reinlatschen soll. Hab ich nicht gesagt. Aber wir haben gesehen, da steht einer mit einer Vollautomatik. Das bringt also auch nicht viel. Wenn wir da mit unserem Schild vorgeeiert kommen. Ich schau mal hier rein. Da ist keiner, das ist sehr gut. Das ist gerade eine scheiß Situation, Leute. Wir können jetzt versuchen, irgendwie hier die Tür aufzustemmen.
Placing charge. Charge in position. On it. Wir gehen auf Nummer super sicher. Flash out. So, der ist weg. Oh, oh, oh. Leute, oh, oh, oh. On your mark. Ich weiß ja nicht, ob wir so eine Probleme schon mal hatten. Ich würde sagen, wir ziehen Charlie nochmal da runter. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Okay. Ist natürlich das Problem, ne? Der Sniper, den wir haben, der hat keine Einsicht in das Haus. Wäre schön, wenn er von hier draußen reingucken könnte, aber unser Sniper sitzt auf dieser Seite hier. No contact. Jetzt ist die Frage. Wir können mit ihm hier, können wir reingucken. Da ist einer und mittlerweile ist er da in die Ecke gegangen. Treffen wir den mit dem Schild. Wir könnten... Affirmative. Können wir... Die können wir so werfen. Er hat gar keine. Der hat auch keine mehr. Aber damit können wir den vielleicht ablenken. Scheiße, scheiße, scheiße. Das heißt, entweder hier oder hier ist noch einer. Nee, warte mal. Das kann sein, dass gar keiner mehr da ist. On it. Das kann wirklich sein, dass gar keiner mehr da ist. Und wir nur noch... Doch, 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 doch. In position. Da ist noch einer gewesen. On it. Zack. Zack, zack. Da war auch noch einer. Good job. We're done here. Ja. We done here. Einer ist wieder mal gestorben, aber es ist ja unsere Bilanz jedes Mal, dass immer einer stirbt. Mir macht sehr viel Spaß. Ich freue mich auf Dog Kickers 2. Bis zum nächsten Mal. Rühren und weggetreten.